Guten Tag. Der Ära ist wieder da und wir spielen World of Tanks. Ja, heute mit einer unspektakulären, aber durchaus äußerst seltenen Veranstaltung in World of Tanks. Wir haben es mit einer spannenden Spielrunde zu tun. Ja, ich weiß. Wir sind heute mal jenseits der 15-0 und 15-1 und 15-2 Ergebnisse, sondern wir sind mit dem Genossen Aldeganski unterwegs. Der fährt den Centurion, ich fahre den T-34-2, also 8er Mediums, ein Begegnungsgefecht im Westfield. So viel in kurz und schmerzlos. Und dann werden wir uns mal schauen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt wieder ein bisschen am Start. Wir haben ein bisschen Zeit zum Spielen. Mal sehen, wie lange es anhält, dass mir die Zeit hold bleibt und das Leben mir nicht immer einen Strich durch die Rechnung macht und ich hier noch ein bisschen aufnehmen und spielen kann. Ich freue mich gerade tatsächlich sehr, hier zu sitzen und wieder aufzunehmen und Videos zusammen zu mehren, dass wir mal wieder ein bisschen World of Tanks Content kriegen. Weil für die großen anderen Let's Plays auf dem Kanal interessiert sich keine... interessiert sich niemand, keine Sau darf ich jetzt nicht sagen, und ja, ich habe dafür tatsächlich auch da keine Zeit und auch keine Muße mehr, um euch da noch mit weiterem Content irgendwie voll zu holzen, zumal ich glaube, davon gibt es genug. Also werde ich nur noch ab und zu kleinere World of Tanks Events hier hochladen und fertig ist es, wenn denn Elex 2 irgendwann mal fertig ist. Ja, so, jetzt habe ich noch ein bisschen was Kanal-Infomäßiges rausgedrückt. Aber das ist egal. Also wir haben beschlossen mit unseren Mediums und den Lights, dass wir hier unten die Südflanke nehmen auf der K-Linie, um da vielleicht eine Flankierung durchzuführen oder irgendwie rumzukommen. Das ist ein reines 8er Gefecht. Das ist sehr angenehm. Finde ich sehr schön. Also wir fahren das mal gucken. Man weiß ja immer nicht, was so kommt. So ein UDIS 14.5 ist mit. Da ist ein GSOR 10.10. Ein britisches Radfahrzeug kriegt direkt erstmal eine. Sehr gut. Das ist mein Spot. Das ist sehr in Ordnung. Damit kann ich leben. Damit sterbe ich schon mal nicht mit Null auf der Uhr. Das ist doch schon mal viel wert. So, ich habe die große Kanone drauf. Wir können ja mal kurz gucken. 360 Alpha, 212 Durchschlag. Hat den Grund, dass diese andere Kanone, die eigentlich auf dem Papier für mich besser aussah, die so ein bisschen mehr DPM hatte und so weiter, irgendwie in der Praxis bei mir überhaupt nicht funktioniert hat. Keine Ahnung. Also habe ich beschlossen, ich nehme das ungenaue Alpha-Schadensgerät. Und komischerweise trifft es tatsächlich besser als die, die auf dem Papier besser ist. Aber wer weiß, woran es liegt oder wofür es gut ist. Okay, erster Schaden angerichtet, erster Spot gemacht. Und Elder hat beschlossen, ja hier, wir müssen mal jetzt den Vorstoß einleiten. Und ist direkt schon mal auf den Gisor draufgefahren. Mit dem Centurion, der Gisor dreht um. Komm, er fährt nicht weit genug raus, dass ich noch einen Schuss kriegen kann. Und das Problem ist, dass es 1-2 für die Gegner steht und es drüben auf den Hügeln nicht so richtig gut läuft. Wir können jetzt nicht ewig und drei Tage hier rumstehen. Wir müssen ein bisschen bewegen. Es tut mir leid, wenn das zwischendurch ab und zu leckt. Keine Ahnung. Das ist tatsächlich jetzt wirklich der Aufnahme geschuldet. Irgendwann muss vielleicht doch nochmal ein neuer Rechner her. Mal gucken. Aber bei den Preisen, die da zurzeit gefordert sind, sehe ich da eher noch ein bisschen schwarz. Da ist ein UDIS 14.5. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also die Gegner haben hier tatsächlich noch Fahrzeuge. Aber guck mal, da gibt es schon wieder ein bisschen Spot für mich. Ist auch okay. Also diesen T-34-2 finde ich übrigens echt cool. Also das ist tatsächlich kein schlechtes Auto. Hat keine Gandhi-Bresche. Das ist tatsächlich echt ein Problem. Aber Mobilität ist großartig. Und wie gesagt, der Alpha-Schaden an sich ist auch eine wirklich schöne Geschichte. Da gibt es nichts. Oh, und jetzt bin ich aufgegangen. Das war nicht gut. Ja. Jetzt sind alle ein bisschen böse auf uns. Das ist ein bisschen ärgerlich. Big fucking Idiots. Ja, läuft. Weil wir hier unten halt unser Ding machen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich verstehe es, dass die da oben auseinandergefetzt werden. Aber woher wollen wir denn wissen, wie viele Gegner hier sind? Aber es ist okay, man muss ja erstmal ein bisschen mit der Ruhe. Siehst du, 320. Naja, ein bisschen mehr Alpha kann ich schon nehmen ab und zu. So, der Aldeganski macht hier seine Sniping-Shots. Sieht gut aus. 5-7. Bis jetzt ist nichts verloren. Wir sind erst 3000 hinten. Jetzt ist wichtig, jetzt müssen wir die Artis hier rausnehmen. Die Artis müssen weg. Das ist immer wichtig, weil da geht es auch so ein bisschen ums Prinzip. Naja, bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen kleinen Ram anzusetzen, damit wir das Ding wegkriegen. Und da ist der GW Tiger P. Der ignoriert mich komplett. Auch schön. Nehme ich. So, Elder hat schon 3 Kills. Ich habe schon 2 Kills auf der Uhr. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir rumkommen. Wir sind 5000 hinten. 5000 Hitpoints hinten und die gesamte nördliche Flanke ist gefallen. Jetzt wird es spannend. Jetzt hat sich das ganze Gefecht einmal im Kreis gedreht. Die Gegner haben noch ein BZ-176. Ja, das ist auch so ein Fahrzeug. Ganz ehrlich,
Balance ist anders. Formulieren wir es mal anders. Deswegen habe ich jetzt auch mal spontan auf die 2 gedrückt, weil wahrscheinlich wird das derjenige sein, den wir jetzt als nächstes treffen. Zumindest wenn man nach der Minimap geht, werden wir diesen BZ treffen. Und ja, da ist frontal ansonsten wenig zu holen. Da muss man ja irgendwie sich überlegen, wie man in die Rakete reinkommt. Plan war jetzt tatsächlich, ein bisschen zu spotten, mal zu schauen, wie wir die Gegner aufkriegen und dann darauf zu hoffen, dass der Centurion vom Allianzki da drüben feuert und ich hier ein bisschen Spot machen kann. Also jetzt geht es tatsächlich so ein bisschen um Gameplay und um Teamplay vor allem. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das hier gut zusammenkriegen. Da kommt der Eisen-Arni. Na, dann schauen wir mal. Eisen-Arni. Es ist halt eigentlich keine Sniper-Kanone. Guck dir mal die Einzielzeiten an, guck dir diesen Zielkreis an. Also zum Snipen ist es hier nicht gedacht. Aber da wäre ein Schuss gewesen. Da wäre ein Schuss gewesen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Cap irgendwie geresettet kriegen und dem Iron Arni noch eine mitgeben. Den habe ich. Sehr gut. Eisen Arni ist raus. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben 3 Mann im Cap. Elder hat noch den LTTB als Gegner, aber ja, ich muss jetzt mal Richtung Cap kommen hier irgendwie. Oder wir brauchen noch einen Reset-Schuss. Da nützt nichts. 30 Sekunden. Doch, da war wieder ein Schuss. Der war gut. Das war wieder ein Reset. Der war wichtig. Wir gehen mal gucken. Und wenn es nur zum Spotten ist, dieser BZ, sehr gut. BZ hat auch die Punkte eingebüßt. Sehr gut. Wir müssen es jetzt Stück für Stück runterspielen. Ich glaube, es wäre auch für den Gegner besser gewesen, wenn er weiter gepusht hätte und versucht hätte, uns zu zerlegen. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Im T44 nehmen wir noch die Punkte ab. Jetzt bin ich offen. Das ist dann manchmal so. Oh, das ist natürlich scheiße, wenn da drüben noch so viel steht. Ah, das ist noch 100. Genau, ein 110er. Der gibt mir richtig ins Gesicht. So ein Blödsinn. So, aber jetzt haben die Gegner zumindest das Cappen aufgegeben. Der E110er ist zu. So, LTTB. Da ist ein Centurion. Elder braucht Hilfe mit dem Centurion. Dann werden wir ihm mal helfen. Dann werden wir da ein bisschen draufhalten. Dann schauen wir mal. Elder hat den LTTB. Da ist ein AMX M449. Das Problem ist nicht der AMX. Das Problem ist der 110, der dann noch drüben rumrennt und der uns immer noch Probleme machen kann. Jetzt habe ich nur noch 47 Hitpoints. Das ist echt ärgerlich. Aber vielleicht ist das jetzt die Chance, dass ich einfach hier den Scout mache und der Elder die Abfarmung übernimmt. Das wäre auch nicht so schlecht. Das könnte man durchaus so tun. Und dann wollen wir auf jeden Fall die Runde jetzt nicht verlieren. Jetzt haben wir es zu einem 12:10 gedreht. Das sieht gar nicht schlecht aus. Da haben die Idiots aber nochmal gerade so die Kurve gekriegt. Der Saladin macht gute Arbeit hier. Der ist auch gut dabei. Muss man einfach auch festhalten. Der prügelt ganz schön rein. Ja, der 110er, da hätte ich schon ganz gerne noch meine Rache. Ich gebe es ehrlich zu, manchmal ist ja auch so ein bisschen Rache notwendig. T44, 110er. Das ist tatsächlich jetzt so langsam, sieht es sehr gewinnbar aus. Ich würde gern überleben. Oh, Elder hat sich noch ein Ding gefangen. Oh, da sind sie beide unten. Ich glaube, hier kriege ich nichts mehr von ab. Oder kriegen wir noch einen? Kriegen wir nichts mehr. Und dann ist die Runde vorbei und der Elder kommt hier mit 5 Kills aus der Veranstaltung. Und wir haben diese Nummer tatsächlich gedreht und das war tatsächlich mal wieder ein spannendes Gefecht. Und das ist ja für World of Tanks leider nicht die Regel. Wobei zurzeit, ich kann mich nicht beklagen, wir treffen öfter vernünftige Gefechte. In diesem Sinne, wir schauen mal ganz kurz in die Auswertung. Und das ist tatsächlich eine Auswertung, die finde ich ganz schön. Also da kann ich jetzt mich nicht beschweren, das ist in Ordnung. 2.500 geschaden, 3 Kills, 1.600 aufgeklärt, das war tatsächlich relativ wichtig. Waffenbrüder ist cool, Pascucci für die 2 Artis, sehr gut, nur eine 2, ja, wie gesagt, ich bin noch ganz neu auf dem Fahrzeug. EP-mäßig bin ich tatsächlich auf Platz 2, der Saladin hat gewütet mit 3.500 Schaden, der ist auf dem ersten Platz und Allianzki mit seinen 5 Kills ist auf Rang 4. Also rund in rund haben wir das echt gut gespielt, also die Truppe, die durch den Süden gepusht ist, ja, wir waren ein bisschen langsam, ich gebe es ehrlich zu, wir waren ein wenig langsam, aber ansonsten finde ich, haben wir das relativ gut runtergespielt, kann man nicht sagen. 7 Schuss, 7 Treffer, 7 Durchschläge. Wie gesagt, ich kann, weiß nicht warum, aber diese große Kanone funktioniert bei mir tatsächlich ein ganzes Stück besser als die kleine. So, keine Ahnung, vielleicht ist es bei den Chinesen auch so, dass man die große spielen soll oder so. Insofern, alles gut, war eine schöne Runde, hat gut funktioniert und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, bei mir gibt es leider nicht das absolut mega Gameplay, was euch andere Streamer und YouTuber bieten können. Das habe ich nicht, weil ich einfach nicht gut genug bin. Bei mir gibt es die kleinen, feinen Highlights, die der normale Durchschnitts 0815-Streamer
oder 0815 World of Tanks Spieler so rauslassen kann. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, einen Daumen da lassen wäre nett. Wer noch kein Abo hat, kann mir ein Abo da lassen. Wäre ich nicht böse. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Der Ära.